Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DFB-Pokalspiel zwischen Hannover 96 und Werder Bremen. Endstand 0:3. Ich bitte unseren Trainer Florian Kohfeldt um ein Statement zum Spiel. Ja, schönen guten Abend an alle, die uns hören. Ja, ich mache es kurz heute. Sehr guter Auftritt meiner Mannschaft, sehr kontrolliert, sehr klar. Aus meiner Sicht ein zu keinem Zeitpunkt gefährdeter Sieg heute, das umso bemerkenswerter ist, da wir mit sehr, sehr vielen jungen Spielern gespielt haben, aber auch Spielern gespielt haben, die in den letzten Wochen nicht so viel gespielt haben. Muss da Niklas Moisander und Miloš Veljković hervorheben, die das wirklich extrem gut gemacht haben, hinten in der Innenverteidigung. Haben viele Torraumszenen gesehen auf unserer Seite, müssen da, das wäre der kleine Makel, noch konsequenter sein, haben wenig zugelassen. Kurze Phase nach der Halbzeit, die etwas kribbelig war, aber da haben wir dann mit dem 3-0 von Manu den Deckel drauf gemacht. Sehr zufrieden mit dem Spiel heute, mit der Art und Weise der Leistung und wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und ein paar ruhige Tage. Vielen Dank. Dann eine Frage von der Deichstube. Daniel Koteus möchte wissen, warum denn Ludwig Augustinsson zur Pause in der Kabine geblieben ist. Lüller hat sich müde gefühlt, keine Verletzung, hat sich müde gefühlt. Wir wollten kein Risiko eingehen und haben damit Felix Agu eine sehr, sehr gute Alternative. Von daher haben wir dann gewechselt, aber es liegt keine Verletzung vor. Eine weitere Frage von Jean-Julien Baer vom Weser-Kurier. Wie froh sind Sie, dass Josh Sargent sich heute für seinen Aufwand endlich einmal mit einem Tor belohnen konnte? Sehr, sehr, weil hoffentlich diese Diskussion aufhört. Die wird wahrscheinlich erst aufhören, wenn er in der Liga wieder trifft, aber ich habe es ja schon auf der PK vor dem Spiel gesagt, Josh ist unglaublich wichtig für uns und er wird viele Tore machen, da bin ich mir ganz sicher. Wann und wie schnell das geht, kann ich nicht sagen, aber ich glaube, dass bei Stürmern auch einen gewissen Reifeprozess bedarf, wenn man vielleicht nicht gerade Erling Haaland heißt, um auch dann die richtige Mischung zu finden zwischen Abschlüssen, zwischen Abspiel, zwischen auch dem Moment, wann ich vielleicht meinen Lauf weglassen muss, um dann in die Tiefe zu kommen. Und Josh ist auf einem sehr, sehr guten Weg und bin heilfroh für ihn, dass er heute getroffen hat. Er ist für mich einer der wichtigsten Spieler in der Hinrunde bislang gewesen. Dann zum Abschluss der Kicker mit Timo Müller, der gerne wissen möchte, wie du die Leistung von Niklas Moisander bewertest. Gut, gut. Niklas hat das heute wirklich gut gemacht. Nicht nur, weil er mal kurz das Trikot mit der 10 angezogen hat und das zweite Tor vorbereitet hat, sondern insgesamt viel organisiert, das Nachrücken zuordnen gut organisiert, Spieleröffnung gut, auch dann angefangen, Spielverlagerung zu spielen mit dem rechten Fuß. Sehr gut, wie erwartet. Niklas hat die letzten Wochen schon sehr gut trainiert. Klar, die Konkurrenzsituation ist da. Marco Friedl hat auch sehr gut gespielt die letzten Wochen. Aber das zeichnet einen Spieler wie Niklas aus, dass er dann auf den Punkt da ist. Und ich betone nochmal, er wird sehr, sehr wichtig werden für uns in diesem Jahr noch. Und er wird auch noch einiges an Spielzeit bekommen. Und was ich am meisten loben möchte, ist seine Art und Weise, wie er in der Kabine trotz allem vorangeht, wie er mit der Situation umgeht, wie er einfach ein richtiger Kapitän ist. Und dementsprechend bewerte ich seine Leistung als sehr gut. Dann vielen Dank, Florian. Vielen Dank für das Jahr 2020 und schöne Weihnachten. Zu wem hast du das gesagt? Tschüss, frohe Weihnachten. Ja, guten Abend. Teil 2 der Pressekonferenz DFB-Pokalspiel zwischen Hannover 96 und Werder Bremen mit 96-Trainer Kenan Kutscher. Kenan, deine erste Analyse. Ja, erstmal Glückwunsch an Werder Bremen, an Flo zum Weiterkommen für die nächste Runde. Ich denke, war ein verdienter Sieg von Werder Bremen. Wir haben bis zu 0:1 das Spiel eigentlich weitestgehend neutralisieren können. Die Räume, die wir erkannt haben von Werder Bremen, haben wir eigentlich ganz gut in den Griff gehabt. Allerdings Probleme im eigenen Spiel gehabt. Zu schnell, zu einfach die Bälle hergeschenkt. Und dann bekommen wir innerhalb 108 Sekunden 2 Tore. Auch viel zu einfach, die Gegentreffer, die wir bekommen haben. Und dann hat natürlich Werder Bremen nochmal zweite Luft bekommen. Und wir sind dann ein bisschen bis zum Pausenpfiff da ein bisschen mehr oder weniger hinterhergerannt. Und dann anschließend haben wir in der Halbzeitpause nochmal zusammengerammelt, haben gesagt, ja, wir brauchen ein Tor. Und dann sind wir wieder dran, haben umgestellt ein bisschen. Und dann die Mannschaft hat dann
gute Reaktion gezeigt, hat sich 2-3 Chancen erarbeitet, spielt leider nicht verwerten können, sodass wir einen Anschlusstreffer nicht erzielt haben. Und dann bekommen wir natürlich wieder das dritte Tor, wieder zu einfach, wie die ersten beiden Tore auch. Viel zu einfach, viel zu passiv, naiv verteidigt. Und dann bekommen wir das 3-0. Und mit dem 3-0 war das Spiel dann auch letztendlich gegessen. Und wir sind natürlich sehr enttäuscht darüber, dass wir die nächste Runde nicht erreicht haben. Ja, vielen Dank, Kenan. Ein paar Fragen haben sich angefunden. Florian Krebs von der Bild macht den Anfang. Du hast es im Grunde schon erklärt. Gucken, ob du noch was hinzufügen möchtest. Hallo Kenan, sagt Florian. Die 2 Gegentore in den wenigen Sekunden haben das Spiel früh entschieden. Wie ist das sang- und klanglose auszuerklären? Wie ist das sang- und klanglose aus, so nennt er es. Sang- und klanglose? Das aus. Also aus, ja, das war, wie gesagt, wir haben uns, wir bekommen einfach heute 2 einfache Gegentreffer bekommen. Und dann haben wir einfach die Chancen, die wir dann hatten, zum Anschlusstreffer nicht verwerten können. Und dann mit dem 3-0 war das Spiel natürlich gegen eine gute Werder-Mannschaft dann auch gegessen. Und das müssen wir anerkennen. Bremen hat uns heute, glaube ich, auch in Sachen Effektivität vorgemacht. Und das müssen wir auch anerkennen und dementsprechend auch den Gegner für den Sieg gratulieren. Florian Krebs von der Bild, Kenan, Platz 12 in der Liga, ausscheiden im Pokal. Wie fällt dein Weihnachtsfazit aus? Ja, es ist gut. Wir haben ja noch 4 Spiele bis zu Ende der Hinrunde. Deswegen ist es da noch zu früh, um ein Urteil erlauben zu können. Über das Pokal aus sind wir natürlich sehr enttäuscht. Passt auch nicht zu der Stimmung von Weihnachtsstimmung. Hätte natürlich auch gerne eine bessere Stimmung jetzt gehabt. Aber nach dem Aus kann ich natürlich auch nicht lachend oder jubelnd durch die Gegend laufen. Wir sind natürlich sehr enttäuscht, dass wir die nächste Runde nicht erreicht haben. Florian Krebs mit seiner dritten und letzten Frage. Wie zuletzt war vorne 0 Torgefahr, sagt er. Wie ist das zu erklären und wie dringend ist dort Verstärkung? Ja, wie gesagt, wir haben heute auch im eigenen Passspiel, vor allem im Übergangsspiel, waren wir einfach zu fahrlässig. Wir haben einfach schnell, unnötig die Bälle verloren. Wir hatten im Offensiv Zweikampfverhalten auch keinen guten Tag erwischt. Wir konnten leider die Bälle in der Vorwärtsbewegung auch nicht so richtig festmachen, um eine Spielfortsetzung vorantreiben zu können. Haben viel zu einfach die Bälle hergeschenkt und auch viel zu einfache Fehler gemacht. Und dann war es natürlich schwer, daraus eine Torgefahr zu entwickeln. Und wir müssen daran arbeiten, an den Automatismen, an den Abläufen. Und daran müssen wir intensiv und weiterkommenden Wochen auch weiter arbeiten, dass wir als Truppe gesamt dann nochmal unsere Prinzipien im Vertikalspiel und im vertikalen Denken auch wieder reinbekommen. Und daran werden auch die nächsten Wochen unser Hauptaugenmerk liegen. 2 Fragen noch von Andreas Willicke von der Hatz und der NP. Kenan, wusste Soleimani nicht über die Offensivstärke von Gebre Selassie Bescheid? Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe mir die Tore jetzt im Detail noch nicht angeschaut, aber natürlich die Entstehung war sehr, sehr enttäuschend, weil es schon klar war, dass wenn Werder Bremen, und das haben sie auch gemacht, mit einer Dreierkette spielt und der Äußere von der Fünferkette, dass sie das permanent auch im Strafraum besetzen. Und aber in dem Moment haben wir das nicht gut verteidigen können, aber auch die Entstehung zu den Toren allgemein. Wir müssen uns darüber unterhalten, wie die Tore entstanden sind und nicht mit dem, was zuletzt passiert ist, sondern die Entstehung zu den Toren war heute viel zu einfach und auch viel zu naiv. Letzte Frage, ebenfalls Andreas Willicke. Welche Erkenntnisse nimmst du mit in die Analyse der Saison? Der bisherigen Saison, muss man wohl korrekt sagen. Aus dem Spiel, wie gesagt, wir haben es bis zum Doppelschlag, war es eigentlich schon ganz, ganz ordentlich, war ein neutrales Spiel, war mit Sicherheit jetzt nicht Chancen hüben wie drüben, aber wir haben Werder Bremen ferngehalten, wir haben die Räume gut zugemacht, aber nach dem Doppelschlag war natürlich das Spiel für uns dann sehr schwer, Bremen wieder gestärkt dadurch natürlich, und wir sind natürlich 0-2 hintergerannt und dann Halbzeitpause, kurz gesprochen nochmal, haben wir versucht, das 1-2 zu erzielen, haben es nicht gemacht, und mit dem 0-3 war das quasi auch entschieden, weil das ist, wir können aus dem Spiel der Mannschaft natürlich, was die Bereitschaft anbelangt, keinen Vorwurf machen, aber was die Effektivität der Bremer auch anbelangt, können wir uns auch abschneiden, denke ich, und wir müssen arbeiten weiterhin, und also viel Positives können wir natürlich aus dem Spiel jetzt nicht mitnehmen.
Ja, okay, dann vielen Dank. Unser Trainer hat es gesagt, wir hätten allen 96-Fans gern ein kleines Geschenk in Form des Weiterkommens gemacht. Hat leider nicht geklappt. Wir wünschen allen 96-Fans trotzdem frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr und wir sehen uns hier am 3. Januar gegen den SV Sandhausen. Vielen Dank.